Es ist für uns der sechste Standort, das sechste Werk. Und es ist natürlich das Neueste, das Modernste. Wir haben 4 Arbeitsgruben, wir haben eine moderne Halle, wir haben sehr, sehr gutes Licht in der Halle, vorbereitet für die komplette Wandbreite. Wir werden starten schwerpunktmäßig mit Wagen für den Intermodalverkehr. Dann feiern wir heute große Eröffnung, und zwar hat die Lausitz ein neues Instandhaltungsbahnwerk. Das kann man so sagen. VTG hat sich hier am Standort in Großrehschen niedergelassen. Erstmal, warum und wie ordnet sich dieser Standort jetzt in die Unternehmensgruppe vor allem mit ein? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein neues Werk in Betrieb nehmen konnten, ein neues Instandhaltungswerk für Güterwagen. Es ist für uns der sechste Standort, das sechste Werk, und es ist natürlich das Neueste, das Modernste, eins mittlerer Größe. Wir wollen hier im Jahr bis zu 2000 Güterwagen instand setzen, reparieren, für Kunden vorbereiten, nach der Übernahme vom Kunden wieder fit machen. Also es ist ein Werk, was sich einreiht in unsere Werkelandschaft, was aber Standard setzt im Sinne Produktivität, Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, und deshalb ist das schon ein Meilenstein für uns. Ich freue mich sehr darüber. Wenn Sie sagen, das Modernste natürlich mit nach den neuesten Standards, was bedeutet das konkret an Modernität? Ja, wir sehen hier, glaube ich, insgesamt sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen. Wir haben 4 Arbeitsgruben, wir haben eine moderne Halle, wir haben sehr, sehr gutes Licht in der Halle, wir haben die Werkzeuge, Hubbockanlagen, die Gruben, wir haben die Ausrüstung mit all dem, was man braucht, um die notwendigen Arbeiten an den Wagen auszuüben. Wir haben sehr moderne Sanitäranlagen, wir haben eine Küche für die Kollegen, wir haben gute Aufenthaltsräume. Also insgesamt, denke ich, prima Arbeitsbedingungen. Wir haben hier draußen vor der Halle eine Waschanlage, sodass die Wagen auch gereinigt in die Werkstatt kommen und damit die Arbeiten auch nicht nur sicherer und sauberer, sondern auch besser erledigt werden, weil man Schäden besser erkennen kann und, und. Also vom Eintritt hier in die Werkstatt bis zum Ausgang wieder ist das alles der neueste Stand. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber warum Großrehschen? Ja, Großrehschen, vor allen Dingen deshalb, weil wir hier prima Bedingungen vorgefunden haben im Sinne Infrastruktur. Wir haben einen Gleisanschluss, wir haben eine große Fläche angeboten bekommen, auf der wir neu bauen konnten. Wir haben große Unterstützung auch bekommen von der Kommune und vom Land. Wir sind hier sehr willkommen. Wir haben eine enge Begleitung durch Kommune und Land in all den Punkten, wo Unternehmen eben auch Begleitung brauchen. Wir haben viele Dinge in sehr kurzer Zeit geregelt. Wir haben tatsächlich von dem Gedanken, wir wollen hier bauen, Stellen des Bauantrages bis zur Eröffnung heute weniger als 2 Jahre. Und ich denke, das ist schon auch ein Zeichen, dass wir hier viel richtig gemacht haben mit dem Standort und einen Treffer gelandet haben, eben auch in der Zusammenarbeit mit der Region, mit der Kommune. Und das ist neben den Infrastrukturvoraussetzungen und unserer eigenen Situation, wo ist das Aufkommen, wo haben wir Bedarf, was natürlich auch eine Rolle spielt, schon ein wichtiger Treiber gewesen. Wie groß ist jetzt hier die Teamstärke? Sie haben heute davon gesprochen, dass eigentlich die Startphase so mit bis zu 50 Mann geplant ist. Momentan sind wir gute 30 Kolleginnen und Kollegen hier. Wir wollen hochfahren auf in etwa 50. Wir wollen hier im Zweischichtbetrieb produzieren und dann sind wir in etwa bei 50 Kollegen. Produktion ist nochmal das Stichwort. Nehmen Sie uns mal mit in die Bandbreite der Güterwaggons. Welche sind das eigentlich alles, um das greifbar zu machen, was hier passiert? Vorbereitet sind wir für nahezu alles, was an Güterwagen passieren kann und für alle Bauarten. Also von Wagen für den Intermodalverkehr, beladen mit Containern oder LKW-Trailern, über Kesselwagen bis hin zu Schüttgutwagen für Kohle, Erz und, und. Also vorbereitet für die komplette Bandbreite. Wir werden starten schwerpunktmäßig mit Wagen für den Intermodalverkehr. Das ist, glaube ich, auch für eine Lernkurve eine gute Sache, ist aber auch etwas, wo wir ein hohes Aufkommen haben und wo wir hier den Standort auch mit einer gewissen Spezialisierung entwickeln wollen, um hier einen sehr, sehr guten Durchfluss herauszuarbeiten. Und Stichwort Standort, wenn ich mich umgucke draußen, da sehe ich noch so ein bisschen Freifläche. Ist denn hier noch ein bisschen mehr geplant? Es gibt Ideen, wie wir den Standort noch weiterentwickeln, aber da sind wir in der Ideenphase. Wir sprechen gerne wieder, wenn aus Ideen Konzepte und erst recht möglicherweise Baumaßnahmen werden. Ein weiterhin gutes Ansiedeln. Dankeschön.